Der menschliche Fuß ist ein geniales Kunstwerk. Er besteht aus nicht weniger als 26 Knochen, die durch mehr als 100 Muskeln, Sehnen und Bindegeweben gehalten und bewegt werden. So ermöglichen uns unsere Füße, aufrecht zu stehen und auf sehr unterschiedlichen Untergründen zu gehen. Verletzungen an unseren Füßen sind nicht nur äußerst schmerzhaft, sie schränken unsere Aktionsfähigkeit ein. Kein Wunder also, dass Gewalttäter Menschen an den Füßen fesseln oder verletzen, um sie außer Gefecht zu setzen. So erging es dem oder der Unbekannten, dessen oder deren linker Fuß bei einer Demonstration im Oktober 2019 in Santiago de Chile mehrfach gebrochen und verdreht wurde. Im nahegelegenen Krankenhaus wurden die Verletzungen im Röntgenbild, das die Vorlage für dieses Hungertuch bildet, festgehalten. Wird sie jemals widerstehen können? Es ist kein unbedeutendes Wortspiel. Widerstehen zu können ermöglicht es, widerstehen zu können. Für Millionen von Menschen ist Widerstand die einzige Möglichkeit, aufzustehen gegen Unterdrückung und die Verletzung ihrer Menschenwürde. Das Bild der Künstlerin Lilian Moreno mahnt mich, der Menschen zu gedenken, die den Mut zum Widerstand haben. Zu schauen, wo ich selbst in meinem Umfeld Widerstand leisten kann. Fersen in den Boden stemmen, aufstehen wieder und wieder, für das Recht einstehen, zur Not auch im Rollstuhl. In der Passionsgeschichte des Johannesevangeliums steht ein Satz, der wie eine beiläufige Bemerkung klingt. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Aber das ist keine beiläufige Bemerkung. Die Beine brechen, das war der brutale letzte Akt einer Kreuzigung. Jetzt konnte der Verurteilte sich nicht mehr dem Erstickungstod entgegenstemmen. Jesus bleibt dieses Schicksal erspart. Er starb als aufrechter Mensch. Und er will, dass wir als aufrechte Menschen durchs Leben gehen. Dazu gehört auch, zur Wahrheit zu stehen, wenn notwendig auch, dem Unrecht zu widerstehen. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, miteinander darüber zu sprechen. Wie können wir den aufrechten Gang der Menschen respektieren?
Wie und was gilt es, berechtigten Widerstand zu unterstützen? Wir wollen beten. Lebendiger Gott, du hast uns Menschen die Würde gegeben, aufrecht zu stehen. So können wir einander in die Augen schauen. Wir können auch, wo es nötig ist, dem Unrecht widerstehen. So viele Menschen sind in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, durch Krankheit oder Verletzung, oder auch weil sie gehindert werden, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. Für sie alle beten wir, für die Behinderten und Kranken, für die zu Unrecht Verurteilten, für die mundtot Gemachten. Für uns selbst beten wir um Mut und Zivilcourage, dass wir erkennen und Widerstand leisten, wo deine Geschöpfe misshandelt werden.